Hallo, hallo und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, im Moment haben wir noch relativ angenehme Temperaturen hier auf der Terrasse. Und da habe ich gedacht, ja, kann ich noch das eine oder andere Video drehen, solange es, wie gesagt, hier noch relativ angenehm ist. Wir haben momentan, denke ich mal, so 22, 23 Grad. Also richtig angenehm hier. Gestern Abend, da waren es schon, glaube ich, über 35 Grad hier auf der Terrasse. Ja. Das hat sich unmöglich hier aufgeheizt durch die vielen Glasscheiben. Ja, ja, ich hatte ja gestern ein paar Videos hochgeladen. Die hatte ich indoor gemacht. Ja. Ich hoffe, die Qualität war einigermaßen erträglich. Leider muss ich sagen, leider hat es gestern mit der Kamera-App nicht so ganz geklappt, ja. Und zwar habe ich ja so in den letzten Videos ein bisschen das Problem gehabt, ja, dass die Kamera immer bei einer Entfernung, bei einem Entfernungswechsel, ja, da stellt die hell-dunkel, ja, macht die eine hell-dunkel-Einstellung, ja. Und es wirkt sich dann ein bisschen negativ auf die Bildqualität aus. Ja. Einer meiner treuen Abonnenten, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mal den Autofokus ausschalten soll. Das habe ich jetzt die letzten Tage leider, ich habe das versucht, aber das hat nicht so ganz geklappt. Ja. Weil das liegt oder lag wohl auch an der Kamera-App. Ja. Ich habe jetzt gestern Abend, aber das war nach den Videos, da habe ich nochmal eine neue Kamera-App runtergeladen und die scheint jetzt besser zu funktionieren. Also ich habe bis jetzt, ich meine, ich sehe ja, wenn ich mich hier aufnehme, ja, sehe ich ja, wie die Bildqualität am Ende wird und das scheint wirklich jetzt besser zu sein, qualitativ. Ihr könnt mir es ja mal dann, wenn ich das Video hochgeladen habe, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare gerne reinschreiben, ja. Gut, das zu diesem Thema. Dann geht es heute nochmal um einen Mason Alhambra Duft, ja. Und zwar den Victorioso Victory. Ja, also hier denke ich mal, lässt sich die Verwandtschaft ja, nicht verleugnen. Das ist logischerweise ein Dupe oder ein Klon von dem Paco Rabanne Invictus Victory. Ja. Die haben sogar den Namen, ja, den haben sie belassen, Victory. Ja. Ich finde den Flakon sogar um Längen besser eigentlich als den Pokal, ja, von Paco Rabanne, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Der Sprüher, also der Deckel, ist zwar nur eine Plastikkappe, ja, macht aber bei dem Preis hier nichts, ja. Der Preis, der Duft, der kostet so knapp 18 Euro, habe ich im Parfümzentrum vor Monaten mal gekauft, ja. Ich habe den Duft bis jetzt leider ja, aus Zeitgründen nicht vorstellen können. Aber ich habe den diese Woche, hatte ich den mal drauf gemacht. Und ja, was soll ich sagen, ja? Das ist mal wieder ein absolut genialer Latafa-Duft. Der Sprüher, ja, das ist sehr elegant gemacht, ja. Das ist kein Chrom, das ist sehr schön mit dem Schwarz, also gefällt mir saugut, ja. So, ich habe den, wie gesagt, ich habe den ein-, zweimal drauf gehabt. Ach, der Sprüher. Der Sprüher ist exzellent, ja. Also es gibt Düfte, ja, die kosten das Fünffache. Und da ist der Sprüher wesentlich schlechter, ja. Hier habt ihr einen exzellenten Sprüher für das Geld, ja. Und der Duft ist richtig geil, ja. Ich kenne den Victory, ja, von Paco Rabanne. Den kenne ich leider nicht, ja. Ist ja ein Flanker des normalen Invictus, ja.
Wer diese Invictus-DNA nicht mag, ja, der wird den hier möglicherweise auch nicht mögen. Ja. Also man muss schon ein bisschen so ein Faible auch für süße Düfte, ja. Unter anderem ja, den Invictus, ja. Wer den Invictus mag, ist hier definitiv richtig, richtig beraten. Ja. Er hat diese Invictus-DNA, aber deswegen ist es eigentlich auch für Leute geeignet, die jetzt nicht unbedingt den Invictus mögen. Er hat diese DNA drin, aber die ist sehr, sehr dezent, ja. Und ich, wie gesagt, ich habe den Duft jetzt diese Woche, ja, da war es etliche Male über 30, 32 Grad, da habe ich den Duft getragen. Ist aber eher, würde ich jetzt euch empfehlen, ein Duft, der mehr ins Frühjahr oder in den Herbst passt, ja. Man kann den, wie gesagt, man kann den bei den Temperaturen im Büro kann man den durchaus tragen, ja. Wenn ihr ein klimatisiertes Büro habt, ja, dann funktioniert es auch als Büroduft beispielsweise, ja. Oder wenn ihr den Duft zum Ausgehen benutzt, ja, ich sage mal an einem lauen Sommerabend. Da könnte ich mir jetzt den Duft auch noch gut vorstellen, ja. Grundsätzlich können die Düfte ja auch, sage ich mal, Sommer, Herbst, Winter, das ist kein Problem. Aber ich denke mal, ja, wenn ihr draußen in der Hitze rummarschiert, ja, bei über 30 Grad, dann bringt der Duft auch nicht mehr viel, ja. Ah, der Duft ist klasse, ja. Der ist mega. Könnte mein neuer Lieblingsduft werden, ja. Er hat eine zitrische Kopfnote, ja. Das geht aber relativ schnell in diese sehr dezente Invictus-DNA über. Und ihr habt in der Herznote habt ihr eine Lavendel-Weihrauchnote, ja. Das macht den Duft sehr, sehr interessant. Das ist eine, ja, wenn man so will, eine tiefe, tiefere, dunklere Invictus-Note. Dieser Invictus, diese Bubblegum-Note, ja, die ist sehr, sehr dezent, ja. Das Ganze wird dann eingebettet, ja. In eine wunderschöne Vanille-Tonka-Bohne, ja. Und zwar könnte man das am besten vergleichen, ja, wenn ihr so ein, ja, so ein Kaffee-Vanille-Pudding, ja, oder so eine Kaffee-Vanille-Creme, ja, isst. Also der Duft wird am Ende, wird er richtig cremig, ja, durch diese Vanille. Also ich bin begeistert. Ich bin begeistert, Leute, ja. Und durch diese Weihrauchnote wird das Ganze ein bisschen dunkler, geheimnisvoller, ja. Also der hat einen Wahnsinnsduftverlauf. Mega, mega. Wie gesagt, Haltbarkeit. Ich habe den, wie gesagt, ich habe den jetzt dieser Tage mal im Geschäft drauf gehabt, ja. Aber die Haltbarkeit so bei 6, maximal 7 Stunden, ja. Silage würde ich jetzt sagen, ist nicht so stark, ja. Deswegen eignet sich der Duft ideal auch fürs Büro, ja. Da geht dann niemand auf den Keks, ja. Wenn ihr den Duft drauf habt, ja. Der Karton hier, ne, ist auch sehr schön gemacht, ja, mit dem Hologramm, ja, von Latafa oder Maison Alhambra, ja. Eine sehr schöne Box. Eine Hubbox. Wunderschön gemacht, ja. Also der Duft, den kann ich euch wirklich absolut empfehlen. Auch für Leute, die jetzt vielleicht mit dieser Bubblegum-Note nicht zu 100% klarkommen.
ein wunderschöner Vanilleduft, ja. Wie gesagt, diese Vanille, oder diese Lavendel-Weihrauchnote, ja, die geht in diese cremige Vanille über. Ich kann es leider nicht anders beschreiben, ja. Und diese Invictus-DNA, die nimmt man nur eigentlich in der Herznote etwas wahr. Aber später wird es dann, wie gesagt, später geht es dann linear in diese Vanille-Tonkabohne über. Ein wunderschöner Duft, ja. Ja, Leute, das soll es eigentlich gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Herzlichen Dank nochmal an all meine treuen Abonnenten, alle neu hinzugekommenen Abonnenten, selbstverständlich alle anderen Zuschauer. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, über ein kostenloses Abo würde ich mich riesig freuen, denn hier erfahrt ihr immer alles über günstige und preiswerte Düfte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.